Also Privates und Beruf lässt sich vereinen, das ist nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen, wenn die Kinder, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind jetzt 17 und 23, aber als die Kinder kleiner waren, ist es nicht ganz so einfach, das zu vereinen. Man braucht eine Frau, die den Weg auch mitgeht und dann muss man halt sich committen und sagen, pass auf, die Zeit, die wir haben, die ist dann aber Familienzeit, das heißt, abends nach Hause kommen, an den Wochenenden, die frei sind, ja, dass man wirklich dann Familie und Berufsleben miteinander vereint. Ich habe während meiner Facharztausbildung zwei Kinder bekommen. Und ja, jetzt versuchen wir das als Familie zu meistern, dass sowohl mein Mann, der auch Arzt ist, als auch ich unsere Berufe ausführen können und es unseren Kindern auch gut geht dabei. Ich bin verheiratet mit einer Gastroenterologin, so weit, so langweilig, aber wir haben zwei wunderbare Kinder, 2 und 6 Jahre alt. Unsere Tochter ist gerade in die Schule gekommen und auch das war immer möglich, neben der Arbeit sich um die Familie zu kümmern. Man braucht ein Privatleben, man muss über andere Dinge nach, man muss mal zivilisiert Skifahren gehen, man muss mal in die Oper gehen, man braucht andere Eindrücke, man braucht ein Leben drumherum, um auch wieder im Job selber kreativ sein zu können. Wir haben so ein bisschen die klassisch deutsche Aufteilung, dass nach den Geburten meine Frau jeweils ausgesetzt hat, eine Weile lang dann halbtags gearbeitet hat. Ich habe die meiste Zeit Vollzeit gearbeitet. Ich habe auch Elternzeit genommen. Ich war der Erste bei uns in der Klinik, der als Mann Elternzeit genommen hat. Und naja, so ging das mit der Familie eigentlich relativ problemlos. Und naja, mein Chef kennt die Vornamen meiner Kinder und ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Zeichen.